Kurzer Hinweis, waren diesen paar Mal, glaube ich, oder einmal, ist egal, bei der Folge rausgeflogen und ich glaube, der TS-Sound davon ist nicht mehr drin. Also nicht wundern, wenn die beiden plötzlich irgendwas alleine machen, wo man denkt, der hätte aber, der Hacker, der wäre ja mal nützlich gewesen. Es ist keine Missachtung. Es ist das andere. Ungeduld. Genau, das war's. Viel Spaß mit Upgay. Lieber Milz Brolette, liebe Milz, bla. Dir wird das nicht aufgefallen sein. Das weiß auch keiner hier heute. Der einzige Grund, warum ich das weiß, ist ja, dass Treue Streu für uns, also nicht für uns, sondern für sich eine Playlist macht, Fortlauf mit allen Folgen. Deswegen weiß ich, dass das die 200. Folge sein wird. Und Danny hatte ja schon vor 4-5 Monaten angekündigt, dass er da was vorbereitet hat, kurz, was er vortragen möchte. Ich glaube, so 5-10 Minuten hatte er gesagt. Und hat sich übelst drauf gefreut. Ich bin super gespannt. Danny, go! Eigentlich kann ich mich auch relativ kurz fassen. Ihr seid sau cool und danke, dass ihr dabei seid. Alter, Dilly, ich wollte dich trollen, du blöder Wichser, und du fixst mich einfach mit so einem Scheiß. Das ist kein Problem, ich bin Consultant, ich bin auf sowas vorbereitet. Fuck you, Alter. Ich dachte, du beschwerst dich jetzt wenigstens ein bisschen oder sowas Ekelhaftiges. Ich brauche Wattestäbchen, ich hab so einen Schleim im Ohr, ich höre nichts mehr. Junge. Ja gut, das schneiden wir raus, würde ich sagen. Okay. Fangen wir nochmal ganz frisch an. Ihr hattet euch unterhalten. Um das kurz das außerhalb des Spielabends war zusammenzufassen. Flumi hat ja meint, der Typ ist zu dünne, der braucht ein bisschen Bauchspeck. Wir müssen mal gucken, wo der hinrennt. Nicht, dass wenn wir den jetzt vergiften, dass dann die sagen, den haben wir wohl vergiftet. Um das ganz kurz zu fassen. Ja, weil er zum Onkel Doktor geht, damit er immer die große Hafenrundfahrt kriegt. Ja, also, okay, da reibt was im Darm. Hey, das sind ja Carsons. Vielleicht geht er ja auch wirklich zum Doktor und lässt sich verwöhnen. Zu Dr. Baryshnikov. Nein. Dr. Baryshnikov hat nur eine Filiale in Moskau. Und natürlich Warschau. Ja, aber vielleicht war das ein Arzt, bei dem in die Lehre gegangen ist, der sagt halt, dieses Tüpfchen Sandpapiergefühl, das kenne ich doch irgendwoher. Das hatte ich damals auch, als man versucht hat, mich zu töten. Nichtsdestoweniger. Okay. Werden also wir sie alle töten? Also ich bin für die Giftgasanschlagmethode oder beziehungsweise die Giftanschlagmethode finde ich eigentlich mal witzig, weil haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Finde ich auch prinzipiell gut. Wie gesagt, bei dem Typen habe ich einfach Bedenken, dass da irgendwas noch hinterhängt, sodass die checken, dass da irgendwas nicht stimmt und dann sind wir am Arsch. Oder der hat halt einen internen Dingens, Bummens, Kirchen. Deine Bedenken wurden Filter. Gehört, aufgenommen und wir kümmern uns drum. Gut. Dann müssen wir ihn trotzdem nie wieder an. Dann müssen wir halt gucken, ob der noch lebt. Das sollten wir dann wohl. Der wird auf jeden Fall die Sicherheitskugel kriegen. Ja, ich stelle mir das so vor, dass wir wirklich dann vor der Tür kleben, 21, 22, hören wir das umfallen, alles klar, gehen wir rein und verabreichen noch eine Bleipille. Dann müssen wir nur darauf bauen, dass nicht irgendwer von denen irgendwelche Toxindinger hat oder so. Double Tap, es geht nichts über Double Tap. Ich fände es aber dann schon irgendwie angemessen, dass nur die beiden Männer reingehen und alles erschießen und Jojo quasi nur einen Schritt in den Entry da macht und die Arme so halb in die Lüfte streckt und sagt, und dann begann das Blutbad! Weißt du? Ja, ich fürchte, das wird nicht passieren. Sie tanzt durchs Wohnzimmer. Mit Kopfhörern in den Ohren. Mhm. Stimmt. Siehst du, das war noch ein Utah-Film. Das war auch blutiger Podcast 2. Aber nein, eins. War die 2. Das war die 1. Das war die 1. Das war 2, weil es in... Nein. Eins. Es war die Nein. Eins. In eins war es ein Kerl, der das macht, und in zwei war es die Frau. Ja, auf dem Tisch. Ja, aber ich... zählt nicht. Eins. So, eins ist gut. Dally, wenn das eine Frau macht, wie soll ich mir das merken in so einem Film? Das interessiert mich gar nicht. Aber wenn das so ein hotter Typ macht. An was werde ich mich wo erinnern? Die Frau ist mir einfach nicht im Gedächtnis geblieben. Die hatte bestimmt nicht mal anderthalb Greif. Das ist sogar richtig. Ha! Oh je. Juti, zurück zum Thema. Was für mich noch gerade mal eine relativ interessante Fragestellung wäre die,
was ihr eigentlich so als Giftstoff verwenden wollt. Alles. Ja, gut. Ich kack da ganz fix mal rein. Das ist tödlich genug. Das packst du aber die Carsons rein. Weißt du, wenn ich mir deinen Gesundheitszustand bedenke, ist deine Scheiße, glaube ich, steriler als meine Pisse. Das ist durchaus sogar möglich. Also, abgesehen von einem erklärlichen Vorrat Bliss, den wir zur Verfügung hätten, um eine gewisse Überdosis hervorzurufen, bliebe ja noch sämtlicher Scheiß, den man so an Kloreinigern und so weiter aus dem Baumarkt kriegen kann. Kloreiniger, Insektenvernichtungsmittel, wenn ich an die Felder um die Ecke denke, da scheinen doch reiche Quellen zu sein. Pestizide sind echt fies. Ihr kleinen Schlingel, ne? Zwei Punkte. Erstens, das Blizzard Jojo für euch verkauft, falls ihr euch hin sind. Das stimmt. Und Pestizide brauchen die aber, wenn die dann ausgeschüttet werden, nicht noch eine ganze Weile, bis die in Körper um nichts herum sind, oder geht das so schnell? Je nachdem, welches Pestizid du nimmst, kann das sehr, sehr schnell gehen. Ausgezeichnet. Gute Roundup, da würde ich also, wie soll ich sagen, nur einen Bedacht trinken. Nein, sag mal, Aztec hat zum Beispiel da auch so eine Art Baumarkt und dort sind ja auch, habe ich ja vorhin gesagt, ist ja Landwirtschaft. Ich denke, da findet sich was. Im Zweifelsfall kaufen wir einfach einen Haufen Kippen und kochen die aus. Nikotin in der Blutbahn ist echt fies. Ja, Nikotinvergiftung ist eigentlich super, da brauchst du nicht mal viel von. Richtig. Nee, da brauchst du nicht viel. Saufen und so ist immer kacke, aber in der Blutbahn, da macht das richtig Rambazamba. Nikotin ist tatsächlich, selbst wenn das starke Raucher sind, wenn kannst du über die Dinger so viel Nikotin reinbringen, dann machen die nichts mehr. Außer kotzen, umfallen und sterben. Scheiße, braucht man da so? Umfallen nicht viel. 30 Milligramm sind auf jeden Fall letal, ne? Für ein Kleinkind reichen 1-2 Zigaretten essen. Ja gut, aber das sind echt viele Milligramm. Geht. Nee, stimmt, Zigaretten haben ja gar nicht so viel. Moment. Ich guck nach, weil die Wikipedia lügt in dem Fall. Weiß ich, weil die haben uralte Daten, die sind geschummelt. Heute vertragen die Leute viel mehr. Das ist einfach so, du musst rauchen. Ich sag mal so, es spielt nicht ganz so die Rolle. Ihr nehmt halt einfach die Menge, die dann vorgeschrieben ist, die vorgeschriebene Tötungsmenge. Also, bin ich hier der Einzige, der Abstand nehmen würde von dem Töten der beiden Bodyguards? Ja. Ja. Du Vollidiot. Das Problem ist, Daddy, wenn ihr die Bodyguards nicht tötet und dann reingehen wollt, um ihnen Double Tap zu verpassen, was macht dann mit denen? Die lassen wir einfach betäubt in der Ecke liegen. Achso, okay, du willst denen eine extra Lotion geben, okay. Langweiler. Und was machst du, wenn die irgendwie einen Toxinfilter haben und den versuchen wiederzubeleben und noch einigermaßen ansprechbar sind und Verstärkung gerufen haben? Dann hätten die Nikotin auch rausgefiltert. Ja. Na klar, wenn die einigermaßen bei Bewusstsein sind, der nicht. Also einer von denen reicht ja. Ich will dich ja jetzt nicht dazu bringen, die Bodyguards zu töten, Daddy. Also, Dr. Bernd Meyer hat den Wert auf etwa 500 Milligramm korrigiert. Pro Kilogramm? Moment, ich schaue nochmal nach. Das ist ja ganz schön viel. 500 Milligramm ist tatsächlich richtig viel. Ich glaube, dass es weniger ist, ehrlich gesagt. Geht, nee, das war früher mal geringere Dosen angenommen, aber das war, weil sich aus der Jahrhundertwende irgendwas ausgewürfelt ist. Da haben sich Leute schwer vertan. Du meinst, das sind noch die Tests, die man in Birkenau gemacht hat? Ich könnte jetzt mein schlaues Buch holen, aber irgendwie bin ich jetzt gerade zu faul dazu. 1906 haben die das gemacht. Könnte es trotzdem machen. Und sagten, dass die tödliche Nikotindosis maximal 60 Milligramm wäre. Oral. Also können wir die schon mal geringer setzen.
Ich sag mal gehen so. Ja durch die Blutbahn und wie gesagt, Landmeier hat das auf 500 Milligramm korrigiert. Ich sag mal so, wir warten einfach mal ab, was das große Buch der Toxikologie zu sagen hat und darauf verlassen wir uns dann einfach. Denn Bildungsauftrag. Genau. Wie bringen wir unsere Nachbarn um? Ja, aber das müsste von nach 2015 sein, weil sonst habt ihr auf jeden Fall total veraltete Daten, ist leider so. Gut, also mein großes schlaues Buch sagt 40 bis 60 Milligramm. Ja, das sind die alten Daten, wie gesagt, von 1906. Das sind garantiert nicht die alten Daten. Das würden die nicht wagen, das in ein spezielles Lehrbuch reinzupacken. Von wann ist die Veröffentlichung? Von 2008. Ja, 2015 hat man es korrigiert. Das ist leider so. Auf wessen Bestreben? Der Nikotinmafia? Nein, ein Toxikologe aus Wien hat das geändert. Tatsächlich wegen dem E-Zigarettengedöns. Der hat nämlich dann mal das Ganze nachgeprüft. Jetzt aber mal die Frage, wie hat er das nachgeprüft? Ich weiß, in Wien haben wir es nicht so mit humanitärer Hilfe und ich weiß schon, aber wie hat er das nachgeprüft? Muss ich jetzt echt den Forschungsartikel ausgraben? Ich dachte, du weißt es vielleicht aus dem Kopf. Ich meine, das ist die erste Frage, die mir in den Kopf stößt. Wie hat er rausgefunden, wie viel Milligramm tödlich sind? Da müsste ich den Forschungsbericht rausgraben, das weiß ich jetzt. Wahrscheinlich nicht. Anhand von Mäusen. Wenn überhaupt anhand von Schweinen. Aber ja. Ich sag mal so. Es sind beides Mengen, die man einem Körper mit Karfroranz verabreichen kann. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch 200 Milligramm nehmen. Ich meine, was soll passieren? Soll er sterben dran? Ach ja, soll er. Von daher ist er irrelevant. Ja, aber ist ja auch wieder die Sache, dass wir über die Blutbahn gehen, da sind die Dosen eh geringer. Und sonst kochen wir halt irgendeinen Stechapfel aus oder sowas. Mein Gott. Sag mal, das Haus da drüben, hat das noch gute alte Oh, ich sehe da Asbest, Junge. Junge, rein damit. Ja. Das Problem ist, Asbest in Blutbahnen ist ja auch nicht so tödlich. Das dauert ein bisschen, bis es stirbt. Alles die Frage der Menge. Ja. Aber am Asbest ist das Witzige halt, dass es irgendwann rauswächst. Und rauseitert. So, Flubi kann sich dann mal den Artikel hier angucken. Und dann ihr Buch umschreiben. Das ist nicht mein Buch. Ach so. Das ist auf Englisch, das glaube ich nicht. Wie war es noch was, die Sprache der Dummen? Also, aber ich denke mal, trotzdem das Nikotin, das für uns am einfachsten und auch besten zu organisierende sein. Alles ist einfach zu beschaffen. Es gibt 1000 Millionen tödliche Sachen, weißt du, das ist easy. Ja. Meinetwegen auch Nikotin. Wir können auch Insulin nehmen. Das geht auch verdammt schnell. Herzmedikamente auch sehr beliebt. Aber Insulin geht tatsächlich super schnell. Und du kannst dich dagegen echt nicht wehren, das ist das Fiese daran. Ja gut, du kannst dich auch gegen eine super Überdosis Nikotin nicht wehren, aber ja, das Schöne ist, selbst wenn das einer in irgendeiner Form aufspüren würde, Insulin würde auch in der Meta-Monitor nicht so direkt, weil gehört ja eh doch, im Körper doch, in der Menge Insulin schon. Auf jeden Fall. Ja gut, in der Menge. Insulin wäre eins der ersten Sachen, die ich mir in so einen Meta-Monitor reinpacken würde, das so übelst oh, ja. Gerade bei den ganzen fettleibigen Lohnsklaven, die eh vermutlich die Hälfte Diabetes Typ 2 hat. Ja gut, aber würde halt nicht sofort Giftalarm auslösen, ne? Ja, ab einer gewissen Menge, aber dann ist es halt zu spät, weil das dauert irgendwie 5 Minuten oder so, dann bist du im Koma und nach 10 Minuten bist du einfach tot. Ja. Wenn du richtig gute Mengen nimmst und richtig gute Mengen sind halt nicht so viel bei Insulin. Ja, also auf jeden Fall, wir haben multiple Möglichkeiten, die ins Grab zu bringen. Genau, ihr könnt ihn ja auch vorher fragen. Möchtest du vielleicht Tür 1, 2 oder den Zonk? Oder Zonk. Und dahinter steht der Zonk mit der Sense.
Der Zong mit der Maschinenpistole. Das gefällt mir. No, no, no. Oder, nee, wie ging das noch? Ich hab keine Ahnung mehr. Song, wo ist das Song-Ding? Na, ich wollte mich ja davon lösen, damit wir nicht so abhängig sind davon, weißt du, dass wir einfach auch mal wieder kreativ, innovativ, begeisterungsfähig, teamfähig und innovativ sein können. Und kreativ, nicht zu vergessen. Ach, scheiße, ich hab zweimal innovativ, kreativ war es zweimal, genau. Ja. Gut. Ich glaube, ich bin den Insulin sogar noch besser als den anderen, scheiße. Ja, den müssen wir dann aber auch in der Apotheke organisieren. Wie gesagt, Nikotin kriegen wir an jeder Ecke. Ja, aber Insulin ist jetzt auch, also ist echt nicht so das Problem, glaube ich. Ja, gut. Rezept fälschen kann ich ja. Ich habe Forgery. Entweder, entweder das oder ihr geht dahin und sagt, wir hätten gern richtig viel Insulin. Wir haben leider das Rezept und die Krankenversicherungskarte vergessen. Oh, und Bearbeitungsgebühr, 50 Millionen. Oh ja, das sehe ich natürlich ein, bitteschön. Ja, gut. Ach, Trolli. Du hast übrigens meinen Wurf ignoriert. Wofür war der denn? Die Kameras hacken. Die beiden. So, dass ich den Stream erstmal mitempfange nur. Jo, kein Problem. Danke. Warte mal, warte mal. Ja, okay, passt. Schön. Gut, dann würde ich sagen, erstmal den Typen verfolgen, damit wir auch wissen, dass wir das Programm abfahren können, oder wollen wir uns erstmal den Krempel besorgen? Weil wir ihn auf jeden Fall bei seinen Bodyguards einsetzen wollen. Das ist die Frage, also ich würde wirklich ungerne die Bodyguards umbringen. Wenn ich es nicht unbedingt muss. Können wir die nicht irgendwie durch ein vernünftiges Gift einfach mal schlafen liegen? Jojo. Nimm dem mal diese komischen Moraltestikeln raus, die nerven. Das Problem ist, ausgerechnet du, der beim letzten Mal aus dem Zimmer gegangen ist und sich damit eigentlich nichts zu tun haben will? Was heißt beim letzten Mal? Ich kann mich da dran erinnern, so, weiß ich nicht. Keller. Lagerhäuser. Nur weil ich nicht unbedingt das Schächten mir angucken muss, heißt das nicht, dass ich gleich ja, aber was haben Theresa die uns getan? Wachsen was hab haben die so. Idioten uns getan? Er arbeitet für den Feind. Das ist okay. Den kann man umbringen. Ja, Die arbeiten genauso für den Feind. Die arbeiten für ihn, dann arbeiten sie für den Feind. Fertig. Okay, machen wir Folgendes. Wenn du irgendein anderes Zeug rankarst, was die Leute auf jeden Fall und sicher schlafen schickt, dann von mir aus. Aber ansonsten kriegen die einfach die gleiche Suppe wie der. Gleiches Team, gleiche Kost. Ja, wenn wir die zu sanft anfassen, funken die nachher bei Moloko vorbei und wir haben die Kokolocke. Der liebe Firma bitte Logik minus 1. Nein, Botanik zählt nicht. Aber! Nein. Parabotanik? Nein. Och. Ich weiß alles. Nuller Folge, tja. Sie werden wohl sterben. Weißt du, das Ding ist, hättest du auch nur einen Erfolg, hätte ich gesagt, tja, man könnte einfach denen weniger viel Insulin verabreichen und dann, wenn du reinstürmst, um den Typen zu erschießen, gibst du dir eine Glukoselösung und die wären vermutlich schon wieder. Aber so sage ich dir einfach nur, die werden versterben. Ja, aber sterben ist schlecht. Ja, gut. Ich liebe dich, Trolli. Es ist schlecht, aber jeder muss halt mal ran. Und Wandi hat halt recht, die arbeiten doch genauso für einen Feind. Ja, aber die wissen das vielleicht gar nicht. Die sind doch unschuldig. Der weiß es vielleicht auch nicht. Aber er hat es verdient. Das ergibt keinen Sinn. Aber nein. Danke, danke. Nein, er steht auf unserer Todesliste. Alter, deine Weltanschauung ist einfach übelst gut. Du wärst wirklich der perfekte Soldat von Aztec. Ja. Der steht auf unserer Todesliste. Der muss umgelegt werden. Alle anderen stehen nicht auf der Todesliste. Ich habe das verstanden. Das ergibt übel viel Sinn.
Also ich meine, das ist natürlich, der Horizont ist ungefähr so begrenzt wie der von 20% der Leute in Mecklenburg-Vorpommern, aber sonst ist okay. Nee, also die sagen ja alles... Nee, Daddy, das ist ziemlich eine Stufe, wenn du mal ehrlich bist. Na. Die? Ich habe ein Feindbild und der muss weg. Oh, der Rest ist ey, okay. Ja, gut. Ja, nee. Also, du musst es ja auch mal so sehen. Nein. Der arbeitet für den Feind, aber es ist halt, er steht auf unserer Liste, der muss sterben, damit wir an den Feind näher rankommen. Aber die anderen stehen nicht auf dieser Liste. Aber guck mal, Vlad hat die ja teils schon draufgesetzt. Er hat gesagt, die können ruhig weg. Ja. Die stehen quasi die auf können der optionalen Liste. Genau, die stehen auf der optionalen Liste. Das heißt aber nicht, dass die auf der Has to Die Liste stehen. Willst du etwa nicht Vlad mal glücklich machen, indem du auch den Optionen. Die hat mir mein Bier weggenommen. Das hat tief dich verletzt. Das habe ich, ja, okay. All diese Logiklücken tun weh. Das sind keine Logiklücken. Doch. Das sind tatsächlich keine Logiklücken. Es ist halt nur eine echt krasse Logik so. Es gibt halt einfach Menschen, die sterben müssen, und es gibt einfach Menschen, die sterben könnten. Es ist halt das gute alte Söldnertum. Die könnten aber einfach... Dort, wo Feind draufsteht, da ist auch eine Kugel drin. Aber dort, wo es nicht draufsteht, die Munition wird knapp. Eben. Munition ist teuer. Und ja, Isolin nicht. Jetzt halt doch mal die Füße still. Meine Güte. Tote ziehen immer einen Rattenschwanz an Hinterbliebenen hinter sich her. Schnubbi. Ja? Darf ich dir jetzt einfach mal was sagen? Ja. Ich finde, dafür, dass du noch vor wenigen Tagen blind oder vor wenigen Wochen blind auf einen Typen losgerannt bist, der eventuell irgendwie was mit so einer Schoße zu tun haben könnte. Nicht nur eventuell, der hatte dieses Tattoo. Die dir in der Vergangenheit vielleicht Probleme gemacht haben. Verteidigst du jetzt Leute, die definitiv für diese Leute arbeiten, für diese Menschen arbeiten? Also ich finde das, keine Ahnung. Wenn die das Tattoo haben, dann werden sie sterben, wenn sie es nicht haben. Aber auch der Typ wusste wahrscheinlich nichts von dem, was da passiert ist. Du hast ihn trotzdem umgebracht. Er wusste wahrscheinlich nichts davon. Er hatte wahrscheinlich mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun und wusste überhaupt nichts davon. War nicht an in hatte deinem keine Dorf. Ahnung. Er war nicht anwesend, er wusste gar nichts. Du weißt auch nicht alles über deine Gang, aber trotzdem fängst du dir eine, wenn die Gang sich eine fängen soll. Naja. Das ist dasselbe. So. Du hast auch das Gang-Tattoo, genau wie er. Ja, siehst du, die haben auch das Gang-Tattoo in Anführungszeichen zumindest. Das sind Hangarounds, wenn überhaupt. Zumindest was der Lohncheck angeht. Und jetzt halt mal die Füße still, meine Güte. Ich mach mir doch nicht den Kopf wegen zwei Messerklauen. Mir ist das egal. Wenn du der Meinung bist, dass sie nicht sterben dürfen, dann sorg dafür, dass sie es nicht tun. Wenn wir es vermeiden können, das ist ja, das war ja einfach nur dieses, können wir es vermeiden, warum sollen wir die dann umbringen? Müssen wir uns deswegen jetzt extra einen Kopf machen? Es sind zwei Leben. An sich wäre das sehr nett von uns. Davon gibt es viele, ja. Und viele davon gehen jeden Tag irgendwie in die Binsen, aber... Und auch noch sehr viel nettere Leute. Kaban, würfel mal bitte Charisma und... Oh Gott, ich muss es jetzt leider sagen. Das ist die einzige Sache, wo das vielleicht doch brauchen könnte. Es ist es Verhandeln. Handeln? Ich verhandle gerade über das Leben anderer Menschen. Um Gottes Willen, ich lasse keine Spielerwürfel zu. Darum geht's mir nicht. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also, das ist Kriegsmoral-Bonus. Wie viele Leute sind auf der Brücke gestorben bei diesem Autounfall? Hat dich das auch nur am mindesten interessiert? Ich kann nichts aber dafür, sicher, ich habe hier voll den Erfolg. Inkonsistente Logik hat. Ein Erfolg, warte mal. Wenn du 800 Nuyen bezahlst, bekommst du eine ansprechende Dosis von... Scheiß was auf die Leute, bringen wir sie um. Easy. 800 Nuyen. Na endlich. Wir verhandeln hier über zwei Menschenleben, das können wir doch vermeiden können, aber 800 Nuyen, da können wir halt... Naja, das ist echt viel Bier, da müssen wir mal vorsichtig sein. Rechne das mal in Bier um und danach hast du noch Pfand. Easy, ich hab dir nur ein Angebot gemacht. Kaman ist echt einfach nur stumpf, das gefällt mir. Naja, es ist so 800 Nuyen haben oder nicht haben. Ich habe gerade keine 800 Nuyen einfach so über. Easy. Das Ganze müssen wir wahrscheinlich auch nochmal zwei rechnen. Nee. Achso, na gut.
400 Milliarden für ein Menschenleben ist okay eigentlich. Du würdest dafür bekommen ein Betäubungsmittel, was du anstatt, also was du auch für ein OP und so benutzt, was halt super schnell wirkt und die Leute einfach nur weg. Ach so, dann müsste man lieber atmen. Du bekommst ein Betäubungsmittel, was nicht die Atmung ausstellt, was sie aber auf jeden Fall wegböllert. Und du würdest es erst einen Tag vorher kriegen. Sind wir uns also einig, dass wir die irgendwo rein wieder in den Schrank packen können, wo sie hingehört? Und ich hätte nicht mal 8 Millionen bezahlt. Naja, also ich finde das eigentlich, also 8 Millionen, das ist so, eigentlich kann man das machen. Versuch bitte nicht, die beiden zu überreden. Entweder du bezahlst es oder nicht, das musst du mir jetzt sagen. Weil Vorkasse. Ja, und dann tun die da mal wieder nicht so ein, dann tun die mal wieder fiesen Möb rein und sind die trotzdem alle tot. Kenn die doch. Das könnte passieren. Ich meine, ein zwielächtiger Apotheker, der dir irgendwie so ein Zeug verkauft für einen ziemlich hohen Aufschlag, damit das rechtzeitig ranschafft. Ja, na gut. Na. Das Risiko ist zu groß, entdeckt zu werden. Aha, das ist es also. Alles klar, gut, haben wir das auch erklärt. War doch ganz einfach. Schön. Endlich wieder moralfreier Raum, man kann sich bewegen. Also, schaffen wir jetzt den Kram erst ran oder wollen wir noch zur Vorsicht vorher gucken, was der Typ da auf seinen Ausflügen treibt und so? Sowohl als auch. Wir schaffen sofort das Zeug ran und Also ich meine, das Zeug ran zu schaffen, ihr seid gerade in der Stadt, seid einem Dings vorbeigefahren, ihr könnt das Gespräch über gesichertes Comlink geführt haben, dann auf dem Weg raus, fahrt er dann irgendeine Apotheke dabei und habt den Scheiß. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht das Ding. Okay. Das gute Insulin. Das Beste. Wir punchen das Zeug zusammen. Wie viel ist die Maximaldosis, die er braucht, um zu sterben? Fick dich Milligramm. Dann machen wir fick dich mal 1,5 Milligramm und dann ist gut. Ah, das klingt vernünftig. Geht echt schnell. Ja, und das Ganze natürlich mal 3. Ja klar. Schön einzeln abgepackt, damit es auch Spaß macht. Eben. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie an den Mann bringen. Oder schrägstrich an die Frau. Ach so, Also es ist natürlich schon wichtig, was ihr für eine Reifedauer genommen habt, also wann ihr das verabreichen wollt. Aber eigentlich könnt ihr es auch irgendwann kurven, deswegen ist es eigentlich echt irrelevant. Angucken. Lasst mal springen. Ich würde sagen so, er fährt um 16 Uhr ins los, dann ist quasi, also 16 Uhr kommt er wieder, ne? Dann würde ich sagen so ungefähr 7 Stunden. Hä? An dem Tag auch? Der ist doch nur an 3 Tagen in der Woche weg. Nächster Tag ist Mittwoch, da ist er weg. Der geht 16 los, wenn er wiederkommt, wisst ihr nicht. Und der soll am Sonntag um 23 Uhr abkratzen. Ja, aber wenn ihr gucken wollt, was der macht. Ja, sollten wir am nächsten Tag, wenn der da seine Reise macht, mal gucken, dass wir uns entlang seiner Tour aufstellen oder sowas und gucken, dass wir ihn abwechselnd beschatten. Wird natürlich schwer, wenn er motorisiert unterwegs ist, ne? Dann müsst ihr halt hinterher fahren. Kennt ihr die Tour nicht? Ja, weiß ich nicht. Dann warten wir vielleicht einfach mal ab und gucken mal per Kamera erstmal, wie er sich da bewegt. Na gut, er wird halt einfach so ziemlich schnell aus der Kamera-Abdingsung rausgehen. Er hat beide dabei. Also Bitch und Bitcher. Aha. Naja, was wir können bei denen alle in die Wohnung einbrechen und das Zeug in den Säulbereiter tun. Das könnt ihr nicht. Nee, eben, das können wir nicht. Ihr müsst euch beim Kauf festlegen, welche Zeit. Da ihr es irgendwann kaufen könnt und irgendwann mischen könnt, ist es irrelevant, solange ihr wisst, wann ihr es ihm verabreicht. Aber ihr wusstet ja nicht vorher, dass es jetzt in den Säulbereiter tut. Also kannst du es nicht genau kaufen, weißt du.
Ein bisschen Planung ist da ja schon involviert. Ja. Aber wir könnten da trotzdem rein, um da drin quasi ein Last-Gas-Lager-Kabel oder so zu verlegen, das dann ihn ausspioniert. Quasi. Und das dann nur einmal alle 24 Stunden in einem arrhythmischen Zustand quasi sendet. Dann wissen wir ungefähr seinen Tagesablauf. Versteht ihr, was ich meine? So im Groben. Und ein paar Kameras quasi, die halt über Glasfaser, Schrägstrich, irgendwie nicht über Wi-Fi quasi mit einem Node verbunden sind, der dann alle Ewigkeiten mal irgendwann sendet. Dafür müssen wir nur gut sein. Und du müsstest die Tür öffnen können, ohne dass er es mitkriegt. Und er darf keine Überwachungskameraden. Ja, lassen wir das, ist zu gefährlich. Genau. Ja, wir folgen ihm jetzt unauffällig quasi und schauen uns unseren seinen Tagesablauf an. Reaktion und Beschatten von dem, der fährt, bitte. Also Sneaking, meine ich. Könnte ich würfeln, aber da ich wahrscheinlich eh nicht fahre. Ich glaube, Kavan dürfte da vermutlich auch besser sein. Also du könntest auch fahren, du kannst auch über R-Steuerung fahren, das ist nicht so das Problem. Ja, nachher werde ich nur wieder angehalten, weil ich kein Kinderpedal habe oder sowas. Nee, das tatsächlich nicht. Besser. So. Moment. So, 4 Erfolge sind doch gleich viel besser. Das war jetzt dein letztes Edge, ne? Wir haben ja kein Edge zurückgekriegt? Scheiße. Nee. Völlig überbewertet sowas. 4 Erfolge hattest du? Ja, hattest du. Okay. So. Ich muss was Wichtiges tun, damit ich wieder welches kriege. Auf Zwang wird das eine Stelle. Das wissen wir noch beide. Krieg ich nicht zurück? Es ist also so. Die fahren auf dem Parkplatz eines Masseurs. Schrägstrich Physiotherapeut. Schrägstrich Ergotherapeut. Schrägstrich Punkt. Verkaufen auch Punkte. Oder dann steigen die aus. Der Typ läuft übrigens ein bisschen tapsig, nennt man das. Tapsig klingt vernünftig. Und du wirst ja vermutlich, wenn der abbiegt, auf den Parkplatz zu fahren, dann einfach vorbeifahren, damit man nicht ganz so merkt, dass du den verfolgst. Dennoch geht der Blick der Bodyguardette in die Richtung deines Autos und sie guckt dir nach. Schön. Schön. Das ist mir egal, weil sie guckt wahrscheinlich jedem Auto hinterher. Wie so ein Hund. Jupp. Sie ist ähnlich wie Roger. Nee. Ganz und gar nicht. Sie aber hat keine sie hat immerhin... Arsch. Doch, die hat sie schon. Ah, sie ist im Roger. Ja, zu einem Ergotherapeuten. Ergo kriegen wir da eventuell auch eine Krankgenackte her. Das empfinde ich also durchaus angenehm. Aber die haben nicht zwingend Infos über die Implantate. Ist kacke, wenn du Scheiße massierst und dann auf die Implantate reinmassierst. Das kommt halt drauf an, ob er eine medizinische Überweisung hat, quasi ein Rezept. Dann werden sie das wohl an Infos mitliefern. Wenn er bloß selber ein paar Massagen bezahlt, da wäre schon ein Teil. Dann würde ich sagen, kann man das auch ohne Implantatinformationen machen. Weil die wenigsten Sachen sind so krass unter der Haut. Möglicherweise magst du recht haben. Aber auch nur, weil du der Spielleiter bist. Alles klar. Also zu einem Ergotherapeuten fährt der. Herr und Physiotherapeut. Ja, und Physiotherapeut. Das klingt trotzdem nicht gerade nach innerer Medizin. Wer weiß, kann viele Gründe haben. Klingt nicht gerade nach standardmäßig Vitalmonitor dran. Weiß man nicht. Gott weiß, was der hat.
Dann muss ich wohl mal eine Einschätzung machen, wie heftig der Host von dieser Klinik gesichert ist. Easy. Easy gesichert oder Ja, easy genau. gemacht? Also, wenn du da jetzt drauf bist, musst du nicht würfeln, sag ich mal. Ja, dann gib ich das mal. Ich geb dich das mal. Die Patientenakte von ihm könnte leicht modifiziert worden sein nach deren Anfertigung und wird auch wohl nachhaltig, da wird immer mal kurz drüber geguckt, administrativ, sag ich mal. Es ist allerdings tatsächlich in der Akte da, also bezahlt er nicht bloß eine Massage. Du würfel mal bitte Logik und Hacking. Also ganz normal, wenn du willst. Genau. Boah, das sah faul Scheiße. aus. Also das wird Geiler Typ. jetzt nicht ein kurzer Prozess, aber nach so 20, 30 Minuten kannst du in aufwendigen Dingen was wiederherstellen und im Wesentlichen ist es Skoliose. Und der sollte da tatsächlich ab und also schon öfter mal die Woche hin, damit da er ein paar Behandlungen kriegt, die hauptsächlich schmerzlindernd sind und nicht wirklich was bringen. Aha. Ich sag mal, das macht ihn natürlich nicht zu jemanden, der agil hinter den Kühlschrank jumpt, um Kugeln auszuweichen. Egal, ob er insuliniert wurde oder nicht. Ja, aber das macht ihn auch zu keinem, der sich einen vitalen Monitor krankheitsbedingt einbauen lässt, weil wegen einer schiefen Wirbelsäule setze ich mir keinen Vitalmonitor ein. Da setze ich mir höchstens Wirbelsäulenmonitor ein. Allerdings wegen Schmerzmitteln schon. Er hat das mit dem Autoinjektor verbunden. Er hat beide diese Implantate. Kenne ich jetzt das Modell von seinem Vitalmonitor? Ja. Steht da. Gut, dann werde ich mal gucken, was dieses Ding kann. Ob das unserem Plan entgegenwirkt. Also sprich, würde es A auf die Carsons Ja. anspringen? Okay. Das ist doof. Das ist äußerst doof. Also so ziemlich jeder interne Vitalmonitor würde das, wenn er nicht von 2040 ist oder so. Sind wirklich zufällig bei denen auch gewartet? Nee. Dafür haben die nicht die Kenntnisse. Ausgelesen. Nee, die bekommen die Daten von seinem Sicherheitsdienstleister Ilkastwei. Wenn sie welche kriegen, die kriegen eigentlich kaum noch was. Weil das ist ja wirklich nur eine Schmerzbehandlung so. Ganz davon abgesehen, dass solche Leute meistens sehr gut informiert sind und die Daten vermutlich sogar selber interpretieren können. Naja, kommt drauf an. Nee, das musst du nicht interpretieren können, das kann keiner so richtig, weil die Software ist einfach so programmiert, dass sie das einfach sagt. Die sagt dir dann einfach, was mit dir nicht stimmt. So gut sind die Teile, die sind ja nicht ganz billig. Also isolieren wir nur die Bodyguards und ihn müssen wir dann tatsächlich per Hand nehmen. Schön. Och, Menno, immer gegen unsere schönen Pläne. Wieso denn? Ich bin für eure Pläne. Ich habe überhaupt nichts dagegen gesagt, dass ihr zwei Bodyguards insuliniert. Ich habe nicht gesagt, dass du dagegen bist, sondern die Umstände. Diese Umstände, die Sachzwänge. Ja. Die du Das in die ist Wege leider leitest. alternativlos. Nein, das ist alternativlos. 20% deines Landes sagen, es gibt doch Alternativen, ja? Alles klar. Naja, drei auf die gleiche Art wäre ja auch irgendwie unkreativ. Wir sind jetzt zweifach kreativ. Sieben Das auf wäre einem in der Streich. 200. Folge nicht würdig, haben wir gesagt. Ja, genau. Uff, okay. Und bei der Ische haben wir ja einen festen Punkt, wann wir sie mit der Scheiße beglücken können. Du hast ja Zugriff auf die Kameras. Ah nee, es ist ja noch gar nicht so weit, ja. Aber du wirst in den nächsten Tagen feststellen, dass ihr Zeitplan ziemlich fix ist. Und er geht ja auch immer mit dem Typen da zur Schmerztherapie gedönst mit, Mit ne? beiden sogar. Ja, klar. Wo hängt der dabei ab? Ist der mit in der Praxis oder? Sind beide mit drin. Ah, okay. Es ist so unfair, dass wir den nicht einfach so umbringen. Dann hätte ich gesagt, Autobombe und das Autobombe hin und
losfahren. Butsch. Ja gut, aber ich meine, du bist ja in Wurfwaffen noch besser als im Umgang mit Sprengstoffen. Ja und? Niemand sagt, dass ich das Ding zusammenbauen muss. Ach so, na dann. Ja, ich verstehe vom Bomben ungefähr so viel wie vom Hochsprung. Also mit Hochsprung kenne ich mich aus. Ja, das ist schön, dass du das tust. Du bist schon mal einer. Und bei Sprengstoff keiner. Na? Das heißt doch im Umkehrschluss, wenn Kaban dir jetzt einen Crashkurs in Hochsprung gibt, bist du dann auch gleich besser mit Sprengstoffen. Ja, eben. Das ist Logik. Das ist eine echte Kaban-Logik. Schön. Ach, wenn die Welt so einfach funktionieren würde. Ja, dann bleibt uns bei dem Typen wohl nur... Genickbruch. Abbruch. Genickabbruch. Ja. Also wenn seine tollen Bodyguards umkippen, dann wird der auch nicht mehr viel tun. Die gute alte Bleipille, wir müssen doch nur schnell sein. Eben. Na gut, wenn sie sozusagen sich gerade, sagen wir mal, aktiv ins Koma begibt und da vor ihm den Flattermann macht, dann wird er vielleicht erstmal nach ihr gucken. Das gäbe uns dann immer noch den Überraschungsmoment. Wie gesagt, wir müssen nur schnell sein. Dann. Nicht, dass er dann doch noch auf die Idee kommt, dass plötzlich beide Bodyguards umkippen. Wir können hoffen, dass sie sich da nicht im selben Raum befinden und er das sofort merkt. Und ansonsten, wie gesagt, wir müssen uns einfach beeilen. Oder vorsorglich dann, zu dem Zeitpunkt, wenn wir wissen, okay, das löst jetzt aus, das geht ja dann auch richtig, richtig schnell, dass wir dann mal kurz einen Störsender anmachen, damit er keinen Notruf absetzen kann oder so. Klar. Ist das nicht, wenn man unter Insulin sitzt, dass man dich ganz schnell unterzuckert und dementsprechend die Muskeln anfangen zu krampfen und hast nicht gesehen? Ja. Also dann. Nicht lange, sag ich mal. Ja, ja, nicht lange, aber die werden auch, sobald es ansetzt, werden die nichts mehr tun können. Um Gottes Willen, die sind im Koma, bevor die tot sind. Krampf, ja, Koma, tot. Das ist so die Reihenfolge. Keine Ahnung, 2 Minuten oder sowas. Ja, es reicht halt nur, um Notruf abzusetzen, deswegen, aber vielleicht merkt das gar nicht, also wie gesagt, wir müssen uns dann beeilen, aber gut. Ich finde den Plan, einem anderen Hausbewohner dann einen Schlüssel zu klauen, je nachdem, wie das, haben wir eigentlich mittlerweile mal gesehen, dann wie die Türen aufgehen, also ist das eine Karte, Finger, Code? Das ist nämlich, Komm links. Dachte ich auch erst und dann habe ich mich für Code entschieden. Gott, den kann man sogar noch ablesen. Code. Du meinst also, natürlich den Code können wir sehen, wenn da jemand reingeht, weil wir ja eine Kamera haben, die da direkt drauf guckt. Nee. Warum? Die Kamera aber sieht doch nicht direkt auf das scheiß Schloss runter, Alter. Das finde ich sehr schade. Also, es gibt durchaus Plastik... Folien, die reagieren da drauf, wenn du da drauf drückst. Richtig? Ja. So, wenn wir so eine Plastikfolie auf dieses Nummernpad kleben und da jemand die Nummer eingibt, kommt er rein und wir haben die Nummer. Ende. Ja, Moment, so einfach ist das nicht. Jetzt stell dir mal vor, du hast A, die Reihenfolge der Zahlen nicht. Doch, haben wir. Weil wir wissen, die an der Plastikfolie ab. Die reagieren jetzt auf Druck. Wir haben eine Matrix. Wir wissen, wo gedrückt wurde auf dieser Folie. Ja, aber ich weiß, es wurde die 1 gedrückt, es wurde die 9 gedrückt, es wurde die 8 gedrückt. Nein, du kannst auch die Reihenfolge, das ist dann jetzt nicht so das Problem, wann Signale halt, weißt du, einfach abgegeben, also weitergegeben werden. Das ist doch der billigste Sparkassen-EC-Trick so. Richtig. Okay. Auch wenn Zahlen doppelt eingegeben wurden, sehen wir das, ja? Sicher. Okay. Du siehst genau, in welcher Reihenfolge und alles, kein Ding. Ja gut, dann pappen wir das mal auf das Schloss. Derjenige, der es macht, wird A verkleidet und macht mir B Finger fertig. Und macht mir B Verkleiden und Geschick. Sucht euch aus, wer. Ach, scheiß auf das Verkleiden. Mit einer Gruppenprobe seid ihr eh gut genug. Ich brauche nur eine Probe auf Geschick und Verkleiden von dem, der das macht.
Ja, wer will denn? Wir packen den Zwerg in eine Pfadfinderuniform mit Keksen. Sowas gibt's da nicht. Pfadfinder ist ein Phänomen vor allen Dingen des Westens. Russland hat keine Pfadfinder. Ja, die haben Jugendpioniere. Die nicht mal, die haben die Putin-Jugend, die Falschparker verprügelt. Wir packen ihn in eine, wie heißt denn dieser tolle Verein jetzt noch? Jojo, wo kommst du nochmal her? Oh, ich mach schon. Die Jungs mit dem Rabutnik, nein, ja doch, Rabutnik, ne? Rabutnik war das mit dem Stromschlüssel? Ja, ja. Ja, ja, ein Rabutnik Rangers oder so? Uniform? Die haben bestimmt so eine Kinderscheiße. Das machen das wir einfach stimmt. nicht. Du sagst also, ihr verkleidet Jojo als Person XY, die dann quasi klingelt, angeblich keine Antwort kriegt von ihrer besten Freundin, die sie nicht reinlässt und die dann ein bisschen missmutig auf dem irgendwie, keine Ahnung, sich so hinstellt, dass man es nicht sieht und dann das Ding anbringt, wenn keiner guckt. Jo. Achso, ja. Okay. Dann brauche ich nur mal einen Wurf auf ihr Schick und Verkleiden. Ist das jetzt eigentlich noch der Tag oder ist das schon ein anderer Tag? Das ist der Tag der Beobachtung der Typen. Wie viel Edge hast du noch? Wie viel Edge hast du noch? Noch mindestens zwei jetzt. Glaube ich. Moment. Alles klar, glaube ich. Da würde ich sagen, du hast noch zwei. Leider wird euer perfekter Plan an meinem epischen Wurf scheitern, den ich hier präsentiere. Mhm. Der mit den Nullabfolgen, ne? Ja, gut. Hätte ich das Edge mal weggelassen. Naja, man konnte es nicht wissen. Das ist eine 8, da fehlt nur der Mittelstrich. Jo, der ist weggelaufen, den mussten wir einsparen. Ja. Das wusste ich. Gut, ihr habt den Code verschiedenster Leute, die dort wohnen. Ja, gleich werden wir Kamera abgucken, dann wo die Leute leben und suchen uns dann denjenigen raus, der unseren Passen erscheint. Drunter wolltest du, ne? Ich habe jetzt noch 4 Edge. Das ist niemals richtig. Doch, du hattest uns zwischendurch mal Edge zurückgegeben und ich kriege, wie du weißt, immer ein Edge mehr. Ja, aber 4? Ich war dann wieder voll. Ist das überhaupt der richtige Charakterbogen hier? Ja, natürlich. Naja, sieh, da werde ich es einfach mal so durchgehen. So. Passt auf, Leute, die euch am passendsten erscheinen. Und zwar, ja, die Ene Butze kriegt immer übelst viel Besuch, weil die nämlich sind in dem Polyclub. Und zwar im Polyclub zur Legalisierung kontrollierter Substanzen. Also Drogen. Die kriegen so viel Besuch ständig, dass einfach das nicht auffällt, wenn man... Ich meine... Die bedienen natürlich in ihrer Freizeit ein gewisses Klientel auch äußerlich. Das heißt, die Verkleidung wird nicht so schwer sein. Jojo muss sich überhaupt nicht verkleiden. Die sieht einfach aus wie jemand, der das nimmt. Das meine ich nicht. Die sieht aus wie jemand ökologisch, liberal und, keine Ahnung, freiheitsliebend. Du kannst doch nicht wollen, dass der Staat jeden Scheiß verbietet. Nur weil der denkt, das ist jetzt das Richtige. Aber Alkohol erlaubt, da guck mal, was es aus Leuten macht. Guck dich mal an. Ich trinke ja gar nicht so viel Alkohol. Sagt der, der hinter dem Bier her geweint hat. Das war Bier. Das war schönes moskerianisches Tiefenbräu. Gottes Willen. Um zum Punkt zu kommen, ihr habt eine passende Dingens gefunden. Sehr gut. Wäre günstig, TikTok dann zum Beispiel im Bart anzukleben, dass er ein bisschen älter wirkt irgendwie und ein Fettsuit, weil Kinder und Drogenlegalisierung, das macht sich so schlecht auf den Plakaten. Ja, haben wir es ja. Wir wollen uns ja nicht da wirklich einmieten, ne? Wir wollen ja nur sozusagen mit deren Schlüssel durch die Tür. Ja, ihr wollt da rein und ihr wollt nicht, dass jemand, der vorbeikommt, ganz zufällig denkt, die gehören da aber nicht hin. Die planen da was. Genau, das ist damit ja gegeben. Richtig. Cool, jetzt müssen wir denen nur noch das Zeugs verabreichen. Ja, genau, wir wissen noch nicht wo.
Ich weiß noch nicht, wie wir das machen bei denen, ohne dass es auffällt. Weil die waren gar nicht so dingsig, also unaufmerksam. In Deutschland nennen wir das Perceptive. Klar. Wie ist das Zeugs überhaupt beschaffen? Ist das was, was man injizieren muss, oder ist das was, was man schlucken muss, oder? Der Vektor des Zeugs ist entweder Injektion oder Ingestination. Kannst aber auch mit DSMO das Zeug noch irgendwie in die Blutbahn packen, wenn du da Bock drauf hast. DMSO geht, sagst du. Na klar, wenn du es drunter mischst, easy. Das heißt, wir bekippen XY mit Z, könnte also sogar funktionieren. Ja, ja. Wenn du Haut triffst. Ich meine, du möchtest natürlich eine ansprechende Menge auf der Haut haben, aber je nachdem, wie du das Verkippen anstellst, ich kenne da ja jemanden, der hat in seinem allerersten Abend gleich mal oder in seinem zweiten irgendeine Journalistin mit heißem Kaffee bekippt. Das war super und hat gut geklappt. Das war eine super Idee. Das kann auch sein, dass das wieder funktioniert mit der Eulen. Du bist nämlich groß genug, um vielleicht an freie Haut ranzukommen, weil bei uns ist das immer ein bisschen schwierig. Aber diesmal nehmen wir eine Cola oder sowas. Ding ist natürlich, dass wenn er auf beide gleichzeitig was geben will, wird es natürlich anstrengend. Ne? Also ihr müsstet vielleicht schon das ganze Unternehmen trennen. Ja, oder wir machen diesen schönen, du wolltest Cola nehmen, ne? Mhm. Tu mal eine Mentos mit rein. Dann spritzt das Zeug überall hin. So, und dann stirbt er aber an einem Insulinschock. Richtig, nö, danke. Nö, kriegt er einfach Glukose verabreicht. Sah aus dem Schneider. Aber dann bekippt er ja auch den Hacker und dann hat er das sagen. Problem XY. Ja, da muss wir wissen immer noch nicht, ob die auch einen Meta-Monitor haben. Machen. Schon ein bisschen geschickt anstellen. Stimmt, wir wissen nicht, ob die vielleicht auch einen Metallmonitor haben. Mhm. Es ist unwahrscheinlicher, sag ich mal, als bei dem Hacker. Schon. Daddy hatte doch heute 5 Erfolge Wahrnehmung, ne? Mhm. Gut, wenn wir den Wurf ausweiten und du die beiden noch ein bisschen angeguckt hast, klar, die sind bewaffnet, aber die sehen voll geil zivil aus, weil sie die übelsten Typen sind, deswegen sind sie auch nicht so hart gepanzert, die wirken in der Öffentlichkeit, das würden sie echt nicht so auffallen, aber sie tragen Vitalmonitoren, die äußerlich angebracht sind, sieht man an den typischen Abzeichnungen unter der Kleidung, und die nehmen keine Blutprobe. Na siehste, wusste ich. Sag ich doch. Hab ich natürlich dann auch super gut mitgeteilt. Wobei das ist dir gerade wieder aufgefallen. DMSO ja. Auch durch die Stoffe geht, ne? Wenn das keine Chemikalienzeugs, keine Chemikalienversiegelte sind, dann gehen die so durch. Ja, natürlich, aber du willst ja eine ausreichende Menge haben. So, ne? Und wenn du das Zeug mit Cola verdünnst und dann willst du noch genug, dass es durch die Kleidung auf die Haut und so weiter, dann willst du auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass sie dann zu wenig kriegen und nur ein bisschen unterzuckert sind. Ein bisschen sehr. Nein, ich meine, das soll ja dann zufällig sein und trotzdem muss die Menge ansprechend werden. Na, so ein offener Fastfood-Becher Cola ist halt schon ordentlich, wenn du da mal stolperst und das jemanden drüber verkippst. Das ist auf jeden Fall ordentlich, um einen der beiden ausreichend zu bestreichen. Aber wenn du halt beide bekippen willst, ohne dass es wirkt, als wäre das vielleicht ein bisschen mit Absicht. Ja, im Zweifelsfall kippen wir es halt nur der Alten rein, sorgen dafür, sie ist ja eh um 23 Uhr in dem Haus wieder drin, sie ist ja nur immer gegen 9 Uhr oder sowas, eine halbe Stunde telefoniert, richtig? Ja. Dann ist sie drin, so, dann um 23 Uhr, also um 22.58 Uhr fängt die an, da rumzuzappeln. Dann ist sie vermutlich auch eine gute Ablenkung da und ihn nehmen wir dann einfach mit der guten Bleimethode genau wie den Decker. Ja. Das klingt gut. Dann ist sie die Ablenkung einfach und er, ja. Ja, denn wenn die da anfängt rumzuspacken oder so, dann wird's ja, und das auch erstmal ohne offensichtlichen Angriff, dann wird er da erstmal gucken, so was hassen, bevor er anfängt, die Kavallerie zu rufen. Und er ist ja angeblich auch nicht der Hellste, das heißt, er ist auch schnell mal überfordert mit der Situation. Na, ich sag mal, wenn er ihren Vitalmonitor auslesen will, wird's kompliziert. Ja. Das Witzige ist eigentlich eher, die sind ja auch irgendwann wieder reingekommen, ne?
Ja. Wir haben deren Code. Ja. Gut. Wir kommen aber sogar in seine Wohnung rein. Das ist ja schön. Wenn er da nicht einen zweiten Code eingerichtet hat. Wer macht denn sowas? Was wahrscheinlich ist. Paranoide Decker. Gut. Also sie ist die Ablenkung. Ich würde dann sogar sagen, dass das dann so, weiß ich nicht, Viertel vor oder 10 vor 11 mit der anfängt, sodass wir ihn dann halt auch um 11 geeken können. Mach maximal 5 Minuten vorher. Dass wir schön 10, Anlauf haben. Es ist, wie gesagt, minus 10 Minuten ist kein Problem. Okay. So minus 5 bis 10 Minuten ist kein Ding bei ihm. Okay, du kennst den Zeitrahmen besser als ich. Dann schweige ich hier still. Wenn es eher anfängt zu rumpeln, wenn es sich ein bisschen verzögert mit der Tötung, dann weißt du, bist du auf der sicheren Seite. Okay. Okay. Dann müssen wir uns nur überlegen, wie wir in die Wohnung reinkommen. Ich würde es erstmal mit dem Code versuchen, ganz ehrlich so. Ansonsten müssen wir das Ding hacken. Und das wird er wahrscheinlich geslaved haben. Was ist denn, wenn wir tatsächlich diese Fenstervariante nehmen? Dann müssen wir eine Etage höher ran. Oder Dach. Zumindest einer. Nicht beide, aber zumindest einer. Also ich. Und ich halte es sogar fast für klüger, wenn wir das Schloss dann nicht hacken, sondern manuell aufbrechen. Ja, Brute Force. Ich glaube, weil das könnte länger unbemerkt bleiben. Weiß ich nicht. TikTok, wie ist das? Bleibt das länger unbemerkt? Ich müsste mir halt seinen Host angucken, da würde ich was sagen zu können. Aber wenn ich den Butze sichern wollen würde, dann würde ich halt den Systemalarm direkt überspringen und auf Hauptalarm gehen. Wenn da jemand beim Schloss rumfummelt, gibt das dann halt sofort zu Terz. Ja, also da wird wahrscheinlich tatsächlich selbst so eine Ladung aus, so ein Schlosskiller aus einer Schrotflinte die bessere Möglichkeit sein, als da rumzuhacken. Jein, wir wissen ja nicht, was das für eine Tür ist. Ja gut, wenn er so einen U-Boot-Shot hat, dann haben wir natürlich wieder ein ganz anderes Problem. Das ist schon eine etwas preisintensivere Wohnung. Es ist jetzt kein U-Boot-Shot, aber das ist halt auch Presssparen. Ja, aber ich sag mal, selbst eine relativ massive Tür kannst du mit einem Schlosskiller-Muni ach, das meinst du? Ja, okay, das müsstet ihr euch erstmal besorgen. Hat Jojo das nicht? Du meinst diese APDS-Munition? Nee, Schlosskiller. Für die Schrotflinte, stimmt. Was hattest du, glaube ich, mal hatte ich irgendwann mal als Loot ausgegeben, dann brichst du einfach die Tür weg. Jo, kann sein. Ja, dann machst du einmal Bang und wir sind drin. Oh, ich hatte meine Schrote schon so lange nicht mehr. So, ich mach dich glücklich. Ja. Du weißt, das sind 3 Schuss, ne? Ich hatte meine Schrote schon so lange nicht mehr. Also je nach Tür sind es, ich glaube, 3, 4 Schuss. Naja, ich sag mal, das ist irrelevant. Oder 1. Kannst da selber mit Schrotflinten schießen, wenn die HM am. Jojo kriegt ihre Taschenartillerie. Tja, ich sehe hier aber echt keine Schlosskiller-Munition. Oh. Das tut mir ja leid, Kinder, aber... Wie realistisch ist es denn, so ein Schloss mit einer Schrote aufzuschießen? Naja, das Schloss kriegst du damit auf jeden Fall kaputt. Die Frage ist nur, was dann passiert. Im besten Fall du sagst also APDS. Nee, darum geht's überhaupt nicht. Es gibt dann 2 Möglichkeiten. Entweder die Tür sagt, na, hier ist gar kein Strom mehr, alles kaputt, machen wir mal den Shot auf, Junge, nicht, dass da was passiert, wenn's da brennt, Alter. Oder die Tür sagt, oh, Krafteinwirkung von außen, dann machen wir jetzt aber mal das Ding richtig dicht hier. Also stellt sich einer vor die Tür und 2 kommen durchs Fenster. Leute, müsst mich mal reinlassen hier, ich will auch was miterleben. Hm.
Ja, einen brauchen wir mindestens beim bei der Tür, weil wenn nämlich jemand durchs Fenster kommt, wäre meine erste Reaktion ab durch die Tür. Ja, raus. Genau, deswegen sage ich ja, einer stellt sich hinter die Tür und zwei gehen durchs Fenster. Trolli? Ja, bitte, Schatz. Könnte ich mal eine Datensuche machen und gucken, was für Türen da drin sind? Gibt ja da kannst du machen, ja. Baupläne, so ein Krempel. Theoretisch könnten wir sogar einfach in dieses Haus hineingehen. Könnten wir. Es ist natürlich dumm, wenn da überall Treppenhauskameras sind und die da dann einen Blick drauf haben und du dann irgendwo stehst und dann doch nicht reingehst oder sowas. Er kann ja sogar in die Wohnung wahrscheinlich rein. Die Türen sind schon sehen schön aus, also Holz außen. Also fast echt Holz. Aber die haben innen schon einen stabileren Kern, sag ich mal. Des Pudels quasi. Des Pudels Varagion. Und könnte schon sein, dass wenn du das Schloss einfach zerschießt, dass die dann zubleiben. Die wurden durch eine Dreipunktverriegelung. Wie sieht denn das mit der Wand aus? Worauf willst du hinaus? Naja, also es wäre nicht das erste Mal, dass es mir irgendwann mal unterkam, dass die Tür stabiler ist als die Wand. Es ist die Frage, wie dieses Haus gemacht ist. Selbst wenn da Schalldämpfungsgedönse ist, ist halt die Frage, handelt es sich da um massive Steinwände, die uns dann tatsächlich ein Problem machen? Oder ist das anderweitiges Wandmaterial, das dazu führt, dass man dieses Wandmaterial verhältnismäßig einfach und schnell kaputt kriegt, anders als die Tür? Weil niemand damit rechnet, dass man durch die Wand geht. Also erstens, Leute rechnen damit, so, wenn sie es wirklich wollen, ne? So, keine Ahnung, wie stabil Plastbeton ist. Die Sache ist, du müsstest vermutlich ziemlich häufig mit einer Schrotflinte draufhalten, damit du da einen nennenswerten Effekt hast, um dann durchzubrechen. Ist ja okay. Also, das Ding ist, wenn das nicht die übelste Lappenwand ist, musst du so lange draufballern, bis du da durchkommst, dann könnten die ein bisschen gewarnt sein und Daddy steht schon drinne und denkt sich, Mann, da brauchen wir doch, was ist denn hier los? Und dann muss er wieder im Nahkampf gehen und dann weißt du doch, was passiert. Dann schmeißt er wieder seine Waffen durch die Gegend. Fang! Dann denke ich mal, outside die Schrotflinte. Was ist denn mit so einer Monofilamentkettensäge? Ich habe gehört, Jojo besitzt sowas auch. Ja, sowas habe ich. Naja, da kommst du in 3 Minuten durch die Tür. 3 Minuten ist der tödlichste Scheiß. Also, tatsächlich mit Strukturschwächungsdrohne und Fenster, ja? Wo keiner irgendwie mit rechnet. Hoffentlich. Vielleicht. Ich fürchte glatt, darauf läuft's hinaus, auch wenn das noch nicht so richtig munden möchte. Mir auch nicht, aber das bedeutet, dass sich einer auf jeden Fall, dass einer hinter der Tür schmierig stehen muss, zwei dann durchs Fenster gehen, dann ist da drin ein bisschen Rabatz und dann kann einer hoffentlich die Tür aufmachen. Oder aber du hackst das Ding wirklich. Du musst das Ding ja nur spoofen, dass das Ding einmal aufgeht. Hehehe, ich muss den ganzen Haus spoofen, du Schlumpf. Weil das Ding ist darüber geslaved. Wenn's nicht ist, dann lache ich den Decker aus und pinkel auf sein Deck. Pinkelt sie mir in den Mund, während er stirbt. Vielleicht auch in das Loch im Kopf. Alternativ auch das. Aber dann hat das nicht verdient, sich Hacker zu schimpfen. Wenn du willst, kannst du deinen Puller sogar in dieses Loch reinstecken. Jetzt wird's echt eklig. Wobei, warme Gehirnmasse, das dürfte sich ähnlich anfühlen. Ja, genau. Aber mach das Loch nicht zu groß, sonst ist das nicht eng genug. Das kommt drauf an, welche Waffe ich nehme. Schön. Oh, Leichenschändung hatten wir noch nicht im Podcast. Das halte ich für eine Lüge, das kann ich mir nicht vorstellen. Kaban dreht sich gerade beschämt und schockiert um. Mhm. Ja, wenn beiden Idioten nicht auch noch ihr Comlink an diesen Host geslaved hätten, dann würde ich ja gerade sagen, ich nehme mir so einen Comlink von denen vor und route das für mich, aber... Pff.
Also einer steht an der Tür, Schmiere, zwei gehen durchs Fenster zum Zeitpunkt X. Ist das jetzt unser offizieller Plan? Ja. Okay. An sich ja nicht verkehrt. Hast du eine Blitzkompensation? Ja. Na siehste, wir beide gehen rein, super. Und das erste, was wir fallen lassen, sind Blendgranaten. Also sprich, Flash. Batz, 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 batz. Die werden zwar auch vielleicht auch Blend-Dinger haben, aber nicht unbedingt zwangsläufig. Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Hacker. Naja. Und wenn es uns nicht stört? Ich weiß nicht, also meines Wissens nach, selbst mit Blitzkompensation hat man doch mit gewissen Effekten zu kämpfen. Ja, aber nicht so stark. Aber nicht so stark. Ja, das ist richtig. Ich würde euch übrigens empfehlen bei dieser Aktion, dass Jojo an Kaban gekettet ist, während ihr durchs Fenster rauscht, ne? Ja, das war der Plan. Okay, gut. Ich meine, ich hätte ein bisschen gekichert, wenn Kaban durchs Fenster bricht und Jojo wie so eine Mücke dagegen klatscht. Sie schwebt einfach dahinter her. Kann ich ja nicht. Hüter. Das stimmt. Ja. Und klatscht dann einfach davor fertig. Gleich mit so einem leichten Quietschen langsam von der Scheibe runter. Genau, es ist, wenn sich dann die Wange irgendwie oder das Gesicht an der Scheibe platt drückt. Das Schöne ist nur, wenn wir das voll verpatzen, diesen Sprung, landest du zwischen der Scheibe und mir. Au. Naja, du hast ja Freifall. Aber genau. Ich nicht. Da brauchst du ja nicht kaum, mach doch die Arbeit. Ah ja, stimmt. Aber es ist, wenn er zurückfällt und auf mich drauf. Naja, da machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Achso, gut. Dafür habe ich ja noch Edge. Siehste. Kann ich episch Kaban ausweichen, an den ich gekettet bin. Ja, du musst dann ganz schnell halt den Karabiner lösen im Fluge noch und dann dich wegrollen. Ja. Sehr schön. Okay, finde ich, ist ein guter Plan. Ja. Wir brauchen noch Lautsprecher, einen MP3-Player und einen Miley Cyrus-Song. Auf jeden Fall. Ohne das in irgendeiner Form zu kritisieren. Was ich lustig finde, ist, dass quasi TikTok den Ausgangsbereich sichert. An dem kommt keiner vorbei. Der ist ja auch der Hacker. Richtig. Stimmt. Der ist ja dann quasi im Nahkampf. Naja, ich sag mal so, wenn er mit gezogener Waffe auf die Tür zielend da vor der Tür steht. Natürlich, ja, deswegen habe ich das ja nicht wirklich kritisiert. Was wollen die denn machen? Die ruppen die Tür auf und sind tot. Ja, so sieht's aus. Und wir haben die Tür, durch die wir dann noch raus können, wenn wir wollen, vielleicht. Das heißt, der Zwerg kriegt eine Schrotflinte? Wieso? Der kann auch eine Pistole nehmen. Ich geb dem doch nicht mal eine Schrote. Wie sollen denn die bedienen? Wo will denn der kleine Mann mit dem großen Gewehr hin? Ist klar. Ungefähr dahin, wo sie auch immer hin will mit dem Gerät. Der kann doch seine Knifte nehmen. Reicht doch, um jemanden zu erschießen. Naja. Ja, und mit der schieße ich, glaube ich, auch besser. Weil sonst, glaube ich, schießt Julius Gewehr einfach mit mir in die falsche Richtung. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber ihr kennt euch nicht gut und die kann zickig sein. Ah, ich habe eine Idee. Die fremdelt ein bisschen. Ich hänge einen Spiegel auf, leg die Waffe in Anschlag, aber in die andere Richtung. Wenn eine Tür aufmacht, schieße ich und durch einen Rückstoß werde ich durch die Tür geböllert und erschlage den Typen, der da gerade rein oder raus wollte. Finde ich einen echt netten Plan, aber ich glaube, andersrum gefällt es mir besser. Dann ist das ein Hacker im Nahkampf. Okay, es gibt einen Bonus von plus 10. Ja, extra Sturmangriff. Genau. Da kommt quasi wie auf der Pistole geschossen der Hacker angeflogen. Blutsch. Entschuldigung. Okay. Ich fand's schön. Guter Plan. Gefällt mir. Mhm. Jo. Es wird ein Blutbad werden. Aber gut, hatten wir schon länger nicht mehr. Was wäre ein Abend, tote Kinder. Was? Kein Tropfen Blut bei den toten Kindern.
Und ihr wisst erstmal von den toten Kindern. Genau, es gab niemals tote Kinder. Für euch gab es keine toten Kinder, nur für Jojo. Und für Jojo ist das völlig normal. Die behält das Beste immer für sich, weißt du? Ja. Das Sahnehäubchen. Mag gar nicht teilen. Weder auf Facebook noch Twitter. Ja. Oh, shit, Alter. Aber das macht sie doch nur, weil sie Kaban gern hat. Aber an mich denkt wieder keiner. Nö. Du bist ja auch nur warum der Sklave. Und das bin ich doch gern für dich. Natürlich. Ah. Gut. Ja. Dann wollen wir die Verabreichung des Gedulds am gleichen Abend noch machen? Oder wie? Oder wollen wir es vorher machen, damit wir wissen, was für Carsons wir brauchen? Also ich würde das die Carsons denen an dem Tag geben, an dem wir reingehen. Da haben wir den am wenigsten Vorlauf haben. Dann haben wir wenigstens Zwischenfälle zu erwarten, das ist richtig. Eben. Jo, war eigentlich auch mein Gedanke. Ich wollte aber es einfach mal euch überlassen. Es wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Wir werden jetzt bespielen, wie ihr die Alte verseucht. Und dann bis nächste Woche könnt ihr euch dann noch überlegen, wie ihr euch ausrüstet. Und ob er noch irgendwas Spezielles, ja, hier, ihr kriegt hier Blendgranaten. Ob er noch irgendwas Spezielles dabei bedenken wollt. Dann machen wir das Geschnetzel nächste Woche, aber ihr müsst sie noch vergiften. Erzählt mal. Ihr bereitet Zeug vor und habt das ordentlich getimt, ja, bla. Ja, sehr gut. Wenn wir das ordentlich getimt haben, dann ist ja alles super, dann hat ja geklappt. Junge. Schwach, ganz schwach. Nein, also das der Versuch war okay, oder nicht? Das Überkippen der Alten wollte ja dann Kaban übernehmen, weil er das schon mal sehr gut gemacht hat und vor allen Dingen auch die Größe hat, dass es vielleicht auch freie Hautstellen mir eher benetzen kann, als wenn der kleine Gnom oder die kleine Jojo das versuchen. Denn wenn sie eine Bodyguardöse ist, wird sie zumindest eine gewisse Größe innehaben, die Jojos Größe um vielleicht 20 bis 30 Zentimeter übersteigt. Das ist durchaus plausibel. Nun! Du bist verkleidet, Punkt. So, du hast das gut. Zeug in einer Cola oder in einem Kaffee gefüllt, Punkt. Punkt. Beschreibe doch einfach mal. Die steht, die steht nicht direkt, die ist so 2 Meter vom Hauseingang, 4,5 Meter vom Hauseingang gefährt und beschreibt so ungefähr 2 Meter Kreise hier beim Telefonieren und scheint öfter mal sich so ein bisschen umzugucken, fast schon paranoid und da halt eher rein zu flüstern als alles andere. Ja. Du hattest ja 5 Erfolge. Das ist ein anderes Comlink. Ein anderes Comlink. Interessant. Ich werde mich quasi. Ich bin ja quasi als. Ich bin ja durchaus ein jugendlicher Spund, nicht wahr? Du bist ein 30-jähriger Ork. Ja, auch wir 30-jährigen Orks können Miracle-Shooter spielen. Das ist allerdings richtig. Ja, dementsprechend strahle ich das aus, dass ich gerade Miracle-Shooter spiele. Und werde quasi auch mit so einer AR-Pistole so piu, piu, ne, so rumrennen, ein bisschen. Und quasi werde mich dann halt in einer Ausweichbewegung befinden. Und sie vollkommen anrempeln und ihr die Cola halt über den Rücken kippen. Wenn das funktioniert. So ist der Plan. Mal bitte. Charisma. Und Gebräuche plus 1. Ich kann das gut. Zweifel hat ihr einfach ihre Fresse nicht gefallen. Oh, das war ein billiges Anmachmanöver. Eher ein feuchtes. Okay,
Also, die ist ordentlich nass. Legt auf, dreht sie zu dir um. Schubt dich erstmal ein Stück. Also ich meine, die strengt sich schon an, wenn sie dich schubt. So, ja. Sorry. Was soll denn der Scheiß, Mann? Voll dich nicht gesehen. Tut mir echt leid. Ich bin gerade voll im Lauf, ey. Tut mir leid. Weißt du, wie teuer der Scheiß war? Mann, darauf habe ich einen Monat gespart. Ey, sorry, aber das geht bestimmt. Das ist nur Cola, das geht bestimmt mit einer Reinigung wieder raus. Fick dich, geht das mit einer Reinigung raus. Das ist Cola, Mann, Alter. Denkst du, ich habe hier diesen schickimicki Scheißdreck, der das immer rausfräst? Ach, komm, da vorne ist ein Chinese, da kann man in die Reinigung gehen, bestimmt. Der kriegt das bestimmt gut raus. Ey, wenn ich was nicht vertraue, dann sind's Chinesen, Mann. Was soll der Scheiß, ey? Gib mir Fuffi. Sorry. Ey, Mann, ich muss das Ding neu kaufen. Und da bist du noch gut weggekommen. Ja, also für 25 kriegst du das aber auch schon in der Reinigung sauber. Ey, was soll der Scheiß? 50? 30. Weißt du was? Ich sag mal 50, oder ich könnte den Moloko-Typen dort vorne mal eine Nachricht schicken, dass du deinen Pfand nicht offen hast. 50 haben wir gesagt. Ja, hier. Geht doch. Ja, Mann, sorry. Pass auf mit dem Scheiß. Wer spielt den Miracle Shooter, wenn er Cola in der Hand hat, Alter? Sorry, ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich guck halt noch einmal ängstlich zu den Moloko-Typen rüber. Na, die sind so, keine Ahnung, 70 Meter weg. Tschö. Oder verschwinde. Dann geht die hoch. Gut, das ging schneller als gedacht. Ja. Sicher, wenn man einen guten Plan hat? Guten Plan hat, kann ihn nichts mehr aufhalten. Habe ich da hinten gerade im Hintergrund ein Lachen gehört? Das wäre der perfekte Plan, Mann. Ich fand ihn. Also, ich habe kurz überlegt, weil er spielt den Miracle Shooter mit einer Cola. Und dann dachte ich an die Leute, die ich manchmal so in der Bahn sehe und denke mir, genau. Ja. Es gibt diese Idioten, das ist einfach so. Das stimmt nämlich. Es ist wirklich nichts Schönes, aber es gibt sie wirklich. Gut, dann würde ich sagen, nächste Woche werdet ihr einfach nur mit der Sense durchgehen und töten. Alles werden. Ich nicht. Nee. Du stehst wahrscheinlich immer rein. Hast die Waffe schon so auf Kopfhöhe, also von den anderen gerichtet, so schön nach oben, kommt jemand das Treppenhaus runter. Entschuldigung. Das ist so ein Messgerät für die Tür, die ist nicht, da müssen wir mal, hier wissen sie schon, das Amt und so. Rabutnik, ah ja, okay, dann auf Wiedersehen. Das ist ein Entfernungsmessgerät. Ja. Na genau, sehen Sie da sogar Laserpointer dran? Ist jetzt bloß nicht im sichtbaren Bereich der Laser, deswegen sehen sie davon jetzt nichts. So in etwa oder auch ganz anders. Das nächste Mal bei den White Russians. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage. Penis. Erinnerst du dich noch an deinen Beobachtungsauftrag? Kaban. Ach, lass die mal nicht killen. Das geht nicht. Die haben doch ja nichts damit zu tun. Die sind ja quasi unschuldig. Ich kenne die nicht und deswegen muss ich annehmen, dass ich unschuldig bin, denn ich habe generell eine positive Einstellung. Moment mal, das ist die Flummi-Lustig-Mach-Stimme. Okay, Kaban. Ich habe generell eine positive Einstellung gegenüber den Menschen. Ich denke, dass der Mensch prinzipiell gut ist. Und da sollte man nicht einfach die Bodyguards killen. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja auch ja nicht in Ordnung. Also... So geht es nicht.
Ja, Moment jetzt mal, das kostet Geld. So viel Geld, na, die müssen sterben. Das kann nicht sein. Ich finde tatsächlich, das ist jetzt übrigens die Auswertung der Beobachtung. Es geht ja darum, dass ihr beobachtet. Dann könntet ihr irgendwas rückmelden und dann würde ich sagen, ist mir scheißegal, ich sage euch die Lösung. Das nennt man Schule. So. Beziehungsweise genauer nennt man das zum Beispiel Gedichtinterpretation. Worauf ich aber eigentlich hinaus will. Gaban spiegelt hier in seinem kurzen Entwicklungsprozess, sehr schön wieder, wie Menschsein funktioniert. Ich gebe gern ein Beispiel. Ich werde kein Fleisch mehr essen. Die armen Tiere, die leiden so. Das geht doch nicht. Aber derlei Vegetarier, weil die ja in sich erstmal kein Problem darstellen, wenn die dann irgendwelche Lederhandtaschen tragen. Und ja, das habe ich schon gesehen. Schönes Krokodilleder. Die zeigen dann ganz eindeutig, wie das so ist. Man will ja nicht der größte Wichser sein, aber man muss ja auch nicht unbedingt den eigenen Komfort so hart einschränken. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, was ich noch besser finde, sind Leute, die zu McDonald's gehen und dann dort hier für diese McDonald's Kinderhilfswerke spenden, so ein Euro oder so. Das ist halt übel lustig. Du gehst zu McDonald's, weil du schnell was zu essen haben willst, wo du weißt, das ist halt Bullshit, aber es ist dein eigener Körper, also kannst damit machen, was du willst. So. Aber du spendest dann für Kinder und ich will halt überhaupt nicht wissen, wie viel, keine Ahnung, alleinerziehende, mindestlohnverdienende Mütter dort rumstehen, die die Spende nicht bräuchten, würdest du nicht zu McDonald's gehen. Das ist halt... Der eigene Komfort ist halt doch wichtiger. Ich finde, da kann man auch Kaban überhaupt nicht für verurteilen. Der ist einfach ein ganz normaler Mensch. Die anderen beiden, TikTok und Joey, sind keine normalen Menschen mehr. Die tun nicht mehr so, als würde es sie interessieren, wenn die beiden abkratzen. Das sind einfach die Schlimmsten. Hm? So. Was wollte ich noch? Genau. Beobachtungsauftrag geht weiter. Ganz wichtig. Kabans Erstgedanke, die beiden Bodyguards sollen nicht sterben, bitte vergleichen mit in 2 Wochen die Folge. Das wird nochmal gut. Denn Kaban ist einfach der Beste. Juti, die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mice mit Cheese My Honored Peace Garage. Das genaue Bild ist von Evil Team mit The Loomsday. Aller rechter Scheiße in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Mills Bros. Und natürlich Mills Proletten. Entschuldigung, dass ich das letzte Woche vergessen habe. Ich werde mich bessern. Oder so.